So, guten Morgen. Ja, hier sind wir auf der neuen, ja, Insel will ich nicht unbedingt sagen. Weit weg von zu Hause auf jeden Fall. Da sind wir zu Hause. Oh. Ich würde sagen, wo sind wir denn? Hallo, da. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen Erkundung hier in der Gegend und werden unser Bett natürlich mitnehmen. Und dann, was will ich denn hier? Den wollte ich doch mitnehmen. So, Rucksäcke. Rucksäcke. Ist ziemlich voll hier. Erstmal was essen. So, gut. Dann packen wir das mal hier hin. So, was ist mit unseren Rucksäcken? Der ist leer. Und der hier ist, naja, geht. Dann machen wir mal das ganze Zeug rein. Des Bergarbeiters Freude. Bojo, warum nicht? So, das Feuerzeug kommt auch da rein. Holz. Eine Werkbank. Wir werden erstmal hier hier die Werkbank hinhauen. So, und dann machen wir eine Kiste. So, eine Kiste. Die hauen wir hier hin. Und da, scheiße, welcher Rucksack war es? Der hier. Da hauen wir den Rucksack rein. Und den Rest nehmen wir mit. Gut, in welche Richtung wollen wir denn zuerst gehen? Ja. Gehen wir erstmal hier runter in die Richtung, gucken mal, was da ist. Wahrscheinlich Wasser. Was ist das? Sicheldickblatt. Aha. Was war das? Candelia. Was? Candelilla. Und das ist auch Candelilla. Also, vielleicht finden wir ja hier irgendwas Besonderes. Gut, wir haben ja schon ein bisschen was auf der Heimreise entdeckt, nachdem ich aus Versehen. Schnee? Marmor. Cool. Und das? Blauschiefer. Marmor. Können wir dann mitnehmen? Ja, nachdem ich aus Versehen den Atlas weggeschmissen habe. Und ich glaube, hier ist der Höhlenausgang. Ich glaube, hier unten ist der Höhlenausgang aus der Höhle, wo wir gespawnt sind. Ja, das wäre natürlich auch interessant, von der Seite aus reinzugehen. So. Mal da drüben gucken. Aber das sieht aus, als wäre das nur eine Insel. Oh, es ruckelt. Ja, der ist gerade am Aufbauen. Ist ja alles unentdecktes Land, was wir hier haben. Das sieht cool aus hier. So eine Unterwasserhöhle. Ja, hier kommt überall nur Meer. Wie immer. War wohl doch nicht so gut die Welt. Ja, was wir Meer haben, das ist nicht mehr normal. So, da vorne ist noch nicht aufgebaut. Das macht er gleich. Oder ist da ein Loch drin?
Nee, der baut noch auf. Und Ruckel. Ei, 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 ei. So, komm raus. Hier ist wieder so ein Unterwasser. So ein Höhlensee. Ah, da vorne kommt auch wieder mehr. Au. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier in die Richtung. Upp, upp. Ich will raus. So, da kommt auch Meer und da drüben kommt Wald. Entschuldigung, bin etwas erkältet. Ja, das mit Erkältung. Ich glaube, das plagt momentan viele, weil es war eine Woche richtig heiß gewesen und dann auf einmal 15 Grad weniger. Dass es da manche vom Hocker haut, ist kein Wunder. Unsere Nachbarn zum Beispiel, die waren im Urlaub gewesen und die hatten da durchgängig auch, ich glaube, 30, 35 Grad gehabt. Und hier ist Reibsand. Mach dich weg. Oh Mann. Hatten durchgängig 30, 35 Grad gehabt, kommen hier zurück und hier ist Pisswetter, kalt bis zum geht nicht mehr. Naja, beide schöne Erkältung geholt. So, hier das ist wahrscheinlich eine Sackgassenhöhle. Ja, sag ich doch, Sackgassenhöhle. Wollen wir mal ein bisschen Eisen mitnehmen? So, was ist das? Steinsalz. Brauchen wir nicht. Kohle. Ja, nehmen wir mal eins mit. Nehmen wir mal zwei mit. Nehmen wir mal drei mit oder vier. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Ich sag mal, so eine Tour jetzt. Oh, und wir haben Eisen darunter. Naja, das hat sich ja richtig gelohnt jetzt. Geil. Was wollte ich jetzt sagen? Nee. Scheiße. Naja, nehmen wir die Diamanten. Spitzhacke. Da machen wir aber auch nicht lang weiter jetzt. So eine Tour lohnt sich halt, um Rohstoffe zu farmen. Und wir brauchen die Fackel. Wir brauchen eine Menge Eisen. Wir brauchen Diamanten auf jeden Fall. Und da ist es schon praktisch, so eine Tour. Sieht irgendwie komisch aus mit dem Grün hier. Giftiges Wasser. Boah, alter Schwede, was das ruckelt. Ist doch nicht mehr. Ah. So. Mehr. Ist doch nicht mehr schön. Egal, wo du hinkommst, mehr. Ist halt das Blöde, dass wir jetzt ewig weit laufen müssen, auch durch den Nether, um nach Hause zu kommen. Wegen Rucksäcken. Ich hätte vielleicht anfangs etwas,
alle Rucksäcke mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht etwas besser gewesen. Ey. Also das mit dem Treibsand geht mir auf den Senkel. Was ist denn das? Madagaskar-Palme. Hä? Ist die jetzt weg oder? Nee. Grüner Farbstoff. Nee. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ei. Hallo? Hier war doch Gift-Efeu. Eine Melone, die nehmen wir mit. Noch eine Melone nehmen wir auch mit. Ja, so viel haben wir ja noch nicht daheim. Ich weiß gar nicht, wir hatten keine mehr angepflanzt, weil die ja zwei Plätze brauchen. Aber du kommst auch noch mit. Ist sehr praktisch, falls uns das Essen ausgeht. So, dann würde ich sagen, ist das normaler Sand? Sand, Sand, Sand. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. So, Bettchen hinstellen und gute Nacht.